Ja, was? And then we drop the glasses. Just he can do, he's the chef. Mein Name ist Konstantin Philippou, Besitzer vom Restaurant Konstantin Philippou. Wir haben vor 3 Jahren dieses Restaurant geöffnet. Es ist ein sehr kleines, komplexes Fine-Dining-Konzept. Wir sind hier in Wien, tolle Stadt, die einzige Stadt, wo ich kochen mag. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich Teil von einer Gastronomie-Szene bin, die wirklich wächst und wächst und wächst und toll ist und weiter Gas gibt. Neues Ticket. 2 Brandat, 2 Langostinos, 2 Jakobsmuscheln, 2 Hummer, 2 Wege. Oui? Oui. Also der Stefan macht jetzt eine Kalbskrone. Ist für uns natürlich eine super Geschichte, weil wir natürlich auch mit unseren Bauern so viel sprechen, wie sie natürlich das Ganze füttern sollen auch. Man sieht ja, die Qualität ist butterweich. Da perfekt. Und man sieht auch von der Farbe her, ist es wirklich schön, nicht zu hell, schön dunkel. Also es ist wirklich ein tolles Stück Fleisch. Die Küche des Restaurants ist eine sehr multikulturelle Küche, kommt natürlich aus diesen 2 Welten, von denen ich sehr inspiriert bin. Einmal die mediterrane durch meinen Vater, mein Vater ist Grieche, und natürlich die österreichische Seite von meiner Mutter. Und man sieht natürlich bei dieser Küche sehr viele Kombinationen von Land und Meer und widerspiegelt natürlich die 2 Herzen, die in meiner Brust schlagen. Christian macht ein Entenleberbuffet. Das Entenleberbuffet kommt mit roter Rübe und schwarzer Johannisbeeren. Dann geben wir die Leber hinein. So, knusprige schwarze Johannisbeeren. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, auch sehr farbenfroh. Und natürlich durch die rote Rübe ist es natürlich ein Wahnsinn mit der Säure und sehr erfrischend. Das ist echt eine lässige Geschichte. Kochen war immer eine wichtige Geschichte bei uns. Mein Vater hat immer sehr viel mediterrane Gerichte gekocht. Unter anderem hat er natürlich die besten Pommes in Olivenöl gemacht. Und natürlich die Kinder, die eingeladen werden, oder meine Schulfreunde, waren so begeistert, dass dann immer mehr und mehr und mehr wurden. Gestern waren wirklich 3 meiner wirklich besten und sehr guten Freunde mit. Christian Seiler, Bestsellerautor, PA, Fotograf, für mich einer der besten, die es gibt. Walter Vogelmeier, Posaunist. Er hat mich zur Musik gebracht und bin sehr dankbar, dass er mich sehr oft in klassische Konzerte bringt. So, als erste Station sind wir ins Mochi gegangen. Wir haben natürlich gleich mal 2 Flaschen besten Naturwein genommen. Are you allowed to walk like this in Vienna? Yes, you are. With open wines? No, it's very common. So walk with open wines? Yeah. Actually, if you don't walk with a bottle of wine in your hand, you are a bit suspect. Okay. Das Mochi, erstens mal, ich mag die Menschen, die dort arbeiten, für mich sind sie ein sehr großer Teil und ein wichtiger Teil der Wiener Gastronomie-Szene. Mochi steht für Lebensfreude und für Energie. Und das Essen ist, du kannst nicht genug bekommen. Eins weiß ich auf jeden Fall, es war sehr, sehr gut. Dort ist es natürlich so, dass alles natürlich sehr viel Mayonnaise auch dabei ist und so. Und die Kombination mit Fisch ist so Umami, so ein toller Geschmack. Also, ich muss ehrlich auch sagen, wir haben ein bisschen viel auch getrunken schon. Also ich weiß nur, dass es sehr, sehr, sehr gut war. I call it Salami Wine. It's Lambrusco from Northern Italy. Salami Wine. Why you call it Salami Wine? It's like salami. Really? Yeah, it's really good. I'm addicted. Prosecco, cheers, cheers. Cheers. Great pleasure to be with you. It's not a salami, no, but it's not a salami. Fratello. Ah, so am Ende ein bisschen, oder? It's a mortadella. Oh my God. Vegan roll. Ebi Tempura, Unagi, Chili Mai, Tubico, Teriyaki Sauce. Wow. The cool thing with that rolls is that we have the mayonnaise, but also the crispy stuff inside. So it makes it, the texture is very nice, and the freshness of and the quality of the fish is perfect. Yes. Fantastic stuff. Yeah. Fuck you. So good. Yeah, we had noch ribs, die waren mind-blowing. 4 Stunden geschmort. Die koreanische Barbecue-Soße besteht aus einer koreanischen Chili-Paste, Sojasauce, Mirin, alles schön verkocht, Jungzwiebeln, Erdnüsse und ein Schuss Sesamöl. Das war's schon. Und so wird serviert. So das Letzte. Dann müsst ihr ja mit den Fingern essen.
und fühlt euch wie zu Hause. Masao ist einer meiner besten Freunde in Japan und deswegen ist die Soße nach ihm benannt. Wer ist dein bester Freund? Du natürlich. Viel Spaß. Guys, thank you for the beautiful, amazing ribs. Oh, nice. Thank you so much. Come by. Come by. Come by. Danke fürs Kommen. We always go inside. Ich wollte schon immer in einer Limo mit euch fahren. Ja. I'm looking forward to rain. Show you guys balls of no Styrian scallops. Christian Betz ist für mich der beste Innereienkoch Wiens. Chef, servus, Christian. Okay. Raus mit dir. Raus. Innereienküche ist wirklich ein Teil der österreichischen Küche und für mich hat er wirklich eine Hand fürs Wesentliche. Nein, es ist nur leer, es ist alles leer. Nimmst du mehr Gebäude zu mir mit? Nein, das ist ein Stoppelgeld, Stoppelgeld. Noch mal. Ich möchte Scheiße. Guys. Wow. Gut, Speichel mit Händelherzen. Und hier Speichel mit Pflanzen. Speichel. Langstew. Langstew. Langenthalt. With a dumpling. Heart and soul. Heart and soul, yeah. And here we have chicken hearts. Chicken hearts, and underneath a stew of veal langenthalt. Amazing. Yes, it's amazing. Zwei. Hat er keinen Sex gehabt heute? Ja, ja. Das ist ein wahnsinniges Gericht. Das ist fast roh, oder? Das ist geil, oder? Du musst es einfach probieren. Jamas! 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 Mit dem Greek-Style! Die Stimmung war gerade schon feucht und fröhlich. Also ich glaube, wir waren schon alle ziemlich angespitzt und eingespritzt, wenn man das so sagt, in Wien. Und wir haben halt einfach sehr viel wirklich tolles Essen in uns gehabt und natürlich massiv viel Wein. Christian Beitz hat uns einen Champagner aufgemacht. War natürlich ein Wahnsinn. Hat uns kurz wieder mal kurz einen Kick gegeben. So, let's go, ja? Yeah? Guys? You going? We have to go. Do the glasses? Yeah, of course. Why don't we go to Lowe's bar? No. We go now to the better bar. We go to the Tursini, because they do much better drinks. Die vorletzte Station war die Tür 7. Das ist wirklich ein Platz, der sehr ruhig ist, sehr gediegen ist und natürlich sehr eine hohe Qualität an Getränke bietet. Servus! Der Gary ist für mich der beste Bartender, den es gibt, der wirklich nach einem stressigen Tag, 14 Stunden, 13 Stunden, hole ich mir noch einen letzten Drink bei ihm und tolle Gespräche mit ihm und ist einfach ein super Typ. Und für mich ist es einer der interessantesten Bars, die es gibt in der Stadt. Tell us what kind of shot is it? Gin. Gin is it. Gin tonic goes for the weg. Okay. Cheers. Gin, gin. So, say some Yamas and some Prost. Also, ich liebe Erdbeeren. Ich liebe Kaffee. Ich liebe Wodka. Ich gebe im Endeffekt genau das hinein, was der Gast schon wollte. Base is Wodka. I mix fresh coffee with a coffee liquor. A blended scotch liquor with a little bit of strawberry taste. Fresh caramel. And then I just split it up with ginger ale. Yeah. Amazing. Caramel syrup, yeah. We do it on ourselves. Wow. Stolberg. Can I have another drink? So what kind of drink is it? It is the espresso martini. Endlich. Espresso martini, we're gonna go for the toast because it's one of my favorite drink for a go home. Toast to you guys. Thank you for going with us, with me. Cheers. Thank you. Cheers. So let's go, let's guys. Come on. Let's guys Thank go. You so much. Let's guys. That's good. Let's guys go. Let's guys. Thank you so much. Alles in Ordnung? Ist sicher. Müssen wir den Weg stützen, Herr? Nein, wie muss man lange stützen? Where is the fucking taxi? Ah, let's go there. Peace and fucking harmony. Now we go about going for his fucking Saganaki. Sakanaki? It's Sakanaki. No, it's Sakanaki. The sucking Fakanaki. The Saganaki has nothing to do you with said your, the sucking with your fucking balls. Als letztes sind wir ins Obofes gegangen, in unsere Natural Wine Bar. Das ist auch die erste Natural Wine Bar Wiens.
Who wants to cook with me? Let's go down. Es gab noch Garnelen-Saranaki, mein Lieblingsgericht, was mich immer an Griechenland erinnert, an meine Oma, die das immer gekocht hat. Und ist auch immer ein Gericht, was auf der Karte sein wird. Let's go. So we always do some feta. Olive oil. Some stock from bronze. And of course, some tomato sauce. So we grilled the bronze before. We put it in the sauce. Very traditional, very Greek. It's grandmother, grandfather's stew. We need feta, more feta. It's a rich dish with some olive oil. Filippo, have a taste. I think it's good. Wonderful. We're doing them some nice sharing plates. It's very funny, because it's not so Austrian. Das zu teilen mit meinen Mitarbeitern und mit meinen engsten Freunden war natürlich ein Wahnsinn. Guys, foodstuff, Saganaki. Who has no Saganaki? Hi.